Hallo, hallo. In diesem Video möchte ich dir kurz einen Kamerarucksack vorstellen, und zwar den Lowe Pro Transit Backpack 350 AW. Kleiner Zungenbrecher. Na, soll ja kein Verkaufsvideo sein, sondern möchte dir ganz kurz zeigen, warum ich mich hier für dieses Produkt hier entschieden habe. Ich hatte schon viele Kamerarucksäcke und naja, im Laufe der Zeit, es ist einfach ein Verschleißmaterial wie viele andere Dinge auch. Die sind einfach verschlissen mit der Zeit, es findet sich dann im Laufe der Zeit andere Anwendung. Man will mal mehr mitnehmen, mal weniger mitnehmen. Und so ist mir jetzt vor einiger Zeit eben dann dieses Produkt ins Haus gekommen. Warum? Ich wollte einen Rucksack haben, der möglichst klein ist, möglichst ja, kompakt einfach auch gebaut ist, das heißt hier sehr schmal. Hier soll er nicht zu weit über den Rücken hinausragen und auch die Höhe soll naja, für meinen Körper einfach passend sein, um mir nicht andauernd mit dem Genick hinten am Rucksack anzustehen. Ich wollte Platz für zwei Kameras haben, allerdings ich bin kein Fan von Kameras und Objektiven extra gelagert im Rucksack. Ich wollte auch die Objektive fixfertig auf den Bodies drauf haben und das sollte sein ein 70-200 Lichtstärke 2,8 Objektiv mit einer Vollformatkamera und auch einem Batteriegriff und einem Zoom-Objektiv, so 28-75, auch mit Blende 2,8. Sollte sich dann auch eine Getränkeflasche noch Platz haben und viel Stauraum für viele Kleinteile. Ja, und wenn möglich optional auch ein Notebook-Fach. Notebook-Fach allerdings nicht nur für so 10, 12, 13 Zoll Kleinst-Notebooks, sondern wirklich 15 Zoll Notebooks sollten auch Platz haben. Tja, und dann kam eben dieses Produkt. Angenehm ist, die Polster hier, oder die Schulterriemen sind gepolstert. Sehr angenehm zum Tragen. Es besteht hier auch noch die Möglichkeit, wenn die Lasche nicht verrutscht wäre, hier das vorne zuzuklippen. Beziehungsweise auch ein Bauchgurt ist hier auch noch dabei, um den hier wirklich am Körper zu fixieren. Hier auf der Seite sind noch kleinere Laschen, um Kleinteile einzuhängen, beziehungsweise auch ein Riemen, um das Stativ auf der Seite zu fixieren. Seitentasche, wie bei Lowe Pro sehr oft oder meistens vorhanden, um hier wirklich den Rucksack, ging mir weniger um die Seitentasche, ging mir mehr um die Aufteilung im Innenraum. So, ist doch einiges drinnen, mehr als man glaubt. Wie versprochen, drei Stück. Sind hier drinnen mehrere. Ja, das war's auch schon. Die eine Kamera mit APS-C-Sensor ohne Batteriegriff mit dem Zoom-Objektiv und hier auch die Vollformatkamera mit dem 70-200 und dem Batteriegriff. Naja, und es ist noch immer Platz. Hier oben findet sich noch Stauraum, hier sind auch noch Kleinteile drinnen. Es ist zwar sehr lose verpackt, aber es hat alles Platz. Ich habe mich ja auch für dieses Produkt entschieden oder für diese Serie. Die Innenfächer sind herausnehmbar, sind frei einzuteilen. Rausgenommen. Naja, Rucksack wollte ich einfach mal zeigen. Viel Spaß beim Probieren. Schreib mir auch deine Erfahrungen, würde mich auch interessieren. Preislich kann ich noch sagen, liegt circa bei 100 Euro der Rucksack. Naja, das war es eigentlich schon, wie du siehst. Jede Menge Platz und trotzdem sehr handlich und ja, platzsparend verstaut. In diesem Sinne, bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.